Ja, wir haben hier Heinz Friderichs, einen der beständigsten Schläge in der FV Wattenscheid über Jahrzehnte. Der mit widrigsten Umständen, schlechte Schlagverhältnisse und hervorragende Ergebnisse erzielt hat und hier den auch schon FV-Meister war und wie gesagt einen exzellenten Bestand durch Manni Ottermanns bedingt, der ja, man kann sagen, Filialschlag von Gehrings und anderen Großen war. Und einer der besten Freunde von Lux aus Gelsenkirchen. Heinz Friderichs hat über Jahre immer die erste Zucht von Manni bekommen. Und ja, die Tauben, die der Manni hatte, waren überwiegend über 40 originale Gehrings. Dann Van Dyck und Jansen, dann viele Tauben vom Lux. Benny Stevenink hatte er zuletzt. Ja, also wie gesagt, das Beste vom Besten. Und Heinz hat es verstanden, also in der Reise zu zeigen, die Erfolge. Also hier sieht es wirklich einen exzellenten Bestand und da wird sich bestimmt der ein oder andere verstärken können. Also wer Interesse hat, bitte die Telefonnummer anwählen und sich erkundigen über die Modalität. Wir sind hier beim Heinz Friderichs in Schlach und die Saison ist ja vorbei. Die Tauben zusammenlaufen lassen. Ja. Und da ist der Kracher. Ja. Schön. Sieht gut aus. Ja, der Vater macht auch 10 Stück. Aha. Was ist das für Sorte? Da ist von Manni. Ottermanns. Ottermanns war drin und die Weibchenseite ist von Krolzig. Man krollt sich, ne? Die von der Nabele oder? Nee, das ist, die hat er von woanders, ja. Ich habe vorhin noch die Abstammung geschrieben, aber frag mich, ich bin ja kein Ja, ja, Abstammungsvertreter. ja, 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 ja. Ne? Nee, das ist. Also der macht 8 Stück von Ja. 12, aber nur Spitze fast. Nur Spitze. Immer vorne. Wenn er kommt, der war nach 3 Touren, war er in der vorher schon an zweiter Stelle. Und dann hat er zweimal platt gehauen und dann kam er wieder. Na super. Ist schon. Warte, dann gehe ich mal noch mal ein bisschen hier ran, dann tun wir ihn draußen knipsen. Ja, geh mal ruhig da rein. Pass auf. Ne? Ist alles auf natürlichste Art. Wenig Platz, aber du hast Jo. ja auch jahrelang in der Spitze in der FV Wattenscheid mit diesen Bedingungen, sage ich ja immer, da hätten andere nie polarten können. Ne? Luft ist genug, sonst wären ja die Tauben nicht gekommen. Ich habe auch keine Taube verloren, auf den ganzen Touren nicht. Ja, super. Und überwiegend Taubenmasse. Viel ist von Manni, diese Gehrings, auch in Gehrings. Kopmann, Van Dyck, ist Ja, alles ein bisschen alles, was der gemischt. Manni so hatte. Ne? Ja. Manni hat ja, sagen wir mal, war eigentlich einer der größten Filialschläge von Gehrings. Ne? Ja, Hat ganz ja einen genau. super. Er und der Lux. Ja. Und dann habe ich ja von den Heinz Knobel auch damals von Witten, den der Zucht war. Und da sind die alle aus. Da, da, da. Die machen auch alle 7, 8 Stück, die Hier oben, Gehrings. die jetzt Filme, die sind Ja, alle ja, von. ja. Das sind alles Brüder. Aha. Und der da unten in der Ecke, der Nummer 8. Der fällt mir, der macht zwar Preis in der großen Liste, aber fällt mir bei uns zu Hause, hat der auch 9 Stück gemacht. Ja. Ja. Siehst du, das geht auch mit einfachen Verhältnissen, Natürlich. ne? Natürlich geht das. Ja. Geht alles. Ja. Man muss sich nur Mühe machen, Ja, dann ist das genau. schon in Ordnung. Eben. Die werden dann auch abgeschafft, alle. Also der Taubensport wird dann definitiv beendet. Also wenn die Jungtaubenreise in der FV Wattenscheid beendet ist, dann können unter der gleichen Telefonnummer, wer Interesse hat, sich da melden. Wegen den Jungtauben. Danke.